Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem InterstiHike-Kanal. Jawohl. Lang, lang ist es her. Das letzte Mal war es, glaube ich, noch echt warm, als wir wandern waren. Für euch liegt jetzt so eine Woche dazwischen vermutlich. Aber es ist Winter, es ist Dezember und es ist kurz vor Weihnachten. Und wir machen uns jetzt auf unsere erste Wanderung, unsere erste Winterwanderung auf. Los geht's! Wir haben übrigens auch voll cooles Winterwander-Equipment. Christian hat nämlich hier so coole Spikes für uns besorgt. Oder wie man im Schwäbischen sagt, Grötel. Grödel. Grödel, wie auch immer. Spikes. Das sind quasi Schneeketten für die Schuhe. Wir haben jetzt Schneeketten für die Schuhe und jetzt gehen wir damit wandern. Und damit kann man voll gut auf Schnee laufen. How to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mana, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since nine. Das letzte Mal, wo ich hier war, musste ich nach oben gucken, um die Schilder lesen zu können. Beim letzten Mal, als wir hier waren, das ist übrigens noch gar nicht so lange her, das war im Sommer, da war es ein bisschen wärmer, aber da hat es ein bisschen geregnet. Aber da war es auch schön. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go. Burn all bridges, all I know. I got lost along the way, fell between the fold, pulling the stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. No art. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. Das hinter mir ist übrigens die Wenger Eckalpe. Hier waren wir im Sommer schon. Der ein oder andere kennt es, erinnert sich vielleicht noch an unser Video. Christian schleppt mich jetzt schon zum zweiten Mal hier hoch und die Alpe hat nicht geöffnet. Ich weiß nicht, vielleicht bringt er mich irgendwann nochmal her, wenn die Alpe geöffnet hat. Aber momentan ist halt wieder echt typisch. Ist nur Hike, nicht tasty hier. Wir haben den Gipfel erreicht. Wir sind am Raggenhorn. Hier waren wir im Sommer ja auch schon mal. Und damals hatten wir nicht so eine tolle Sicht, weil da war es ziemlich bewölkt. Aber dafür ist es heute mega schön. Man kann wirklich alles sehen. Gar alles. Wirklich gar alles. Also man kann da hinten bis zur Zugspitze gucken. Jetzt von Mont Blanc. Sieht man, ja, wir können alle Berge der Welt sehen. Mindestens. Auch die am Mond. Himalaya. Nimmt uns nicht so ernst. Es ist auf jeden Fall die allererste Schneewanderung, die mir gefällt, weil ich das allererste Mal nicht zu dick oder zu dünn angezogen bin und Schneeketten an den Schuhen habe. Ist mega. Kann ich sehr empfehlen. Vespa mit dabei. Behind the Asian lines,
Wir sind total verwirrt, weil wir dieses Mal überlegt haben, wir machen mal ein Outro am Gipfel, weil kein Mensch will sehen, wie wir da am Buckel runterlaufen. Darum, wir hatten einen mega geilen Tag. Ja. Das Wetter hat total mitgemacht. Die Tour ist super easy zum Laufen. Wer das erste Mal ein bisschen im Schnee rumdackeln will, auch ohne Dackel. Und, wir verlinken die Tracking-Touren auf Daten auf jeden Fall unterhalb in den, wie heißt das? Shownotes? Nein, in der Infobox. Ja, wie ihr seht, wir sind ein bisschen verwirrt heute, aber macht nichts. Das ist ja auch fast Weihnachten. Eben. Alle urlaubsreif. In dem Fall verabschieden wir uns das erste Mal, glaube ich, in irgendeinem Video von einem Gipfel. Genau. Macht's gut. Wir wissen noch nicht, wann das veröffentlicht wird, weil wir ungefähr noch 2 Millionen Videos zum Veröffentlichen haben. Wahrscheinlich irgendwann im Sommer. Idealerweise. In dem Fall. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach oben und schreibt uns mal, wie es euch gefallen hat, weil das interessiert uns immer. Servus. Ciao.